Wir recyceln alte Reifen, zerkleinerte Reifen, Granulat, Graumehl, der Abfall von der Runderneuerung. Und das muss ja irgendwie mit Chemikalien, mit Kautschuk, mit Öl gemischt werden. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, über die Jahre immer weiterentwickelt, ist die Mischerei. Und wir haben hier was ganz Spezielles. Das sind unsere sogenannten Planetwalzen-Extruder. Planetwalzen, weil hier ist eine Spindel, ein Zahnrad wie eine Sonne und drumherum die Planeten. Und wenn das angetrieben wird, dann dreht sich das so. Und das ist jetzt natürlich nur ein kleines Modell. Und dann wird jedes einzelne Teilchen durchgemischt und geknetet, sodass dann eine 1A-Recyclingmischung rauskommt, aus der wir überhaupt in der Lage sind, diese tollen Produkte herzustellen. Zu jeder Gummimischung gehört auch ein Weichmacher. Weichmacher, das ist so ein Wort, da kriegen viele einen Schreck und denken, Hilfe, das ist was Giftiges. Aber Weichmacher sind nicht per se schlecht oder giftig. Weichmacher machen eigentlich nur eins, die machen weich. Darum heißen die Weichmacher. Und mit unseren Supermischern können wir sogar einen Weichmacher verwenden an Pflanzenöl. Wir schaffen es, das Pflanzenöl hier einzumischen. Sowas ist bei uns in der Gummimischung. Und sowas könnten wir sogar trinken.